und hoffen, dass wir dann noch rechtzeitig hinkommen. Harvey needs to get out of there. Ich hoffe mal, er hebt jetzt ab. Hey, Bruce. Man, I'm glad you called. I needed to talk to you, actually. Something's come up. Something that's... well, it's not exactly pleasant. Harvey, listen to me. Stay away from the debate. What? No, Bruce, I'm already here. Kinda crazy. Security's on high alert because of this threat from some guy named Penguin. They have me in some back room until the debate begins. For my own protection, they said. A little bit of overkill, if you ask me. Look. Bruce, I didn't want to do this over the phone, but... my advisors are telling me that I need to... that I need to distance myself from you. Warum das? This mess with your family blows over. They're afraid it's not a very good optic. I don't care, Harvey. You need to get out of there. I can't leave now. I mean, think of the message that would send to the voters. Bruce, I'm ahead in the polls. A win tonight, and I could take the election. What with the allegations in the press, and now this mess with Falcone, you're a liability. Das hört man ja nicht so gern. Here's the thing, Bruce. Without your money, I am dead in the water. I know this is a delicate topic, but I need you to keep me afloat. I may have to trash you in public. But you and me, we'll know the truth about our friendship. Ja, scheiß drauf, würde ich mal sagen. The money won't matter if you're dead. Yeah, well, until I am, it is still my primary concern. Listen, I hate to push you, but I need to know. Can I count on your money, Bruce? Ja, ich würde schon sagen, oder? It takes to save Gotham. That's what we wanted. Ja, ich würde mal sagen, wir stehen ihm zur Seite. I'll always support you, Harvey. Oh, thank you, Bruce. Thank you. You don't know how much this means to me. To Gotham. I'm sorry, Bruce. The makeup person is here. Guess she needs to put on my face. I hope you can still watch the debate somewhere. No matter what I have to say tonight, remember. You are always my friend. Ja, hoffen wir mal. Und ich hoffe, wir können ihm auch vertrauen. Ich meine, wenn er solche Sachen über uns sagt, weiß man ja nie, ob man solchen Leuten wirklich auch vertrauen kann oder eher nicht. Ah, ich bin mal gespannt. Batman. Yeah, all quiet so far. I've got a feeling that's about to change. I'm glad I took a chance on this collaboration of ours. Keep on doing what you're doing, and the rest of Gotham will start to see you like I do. A hero. Ja, ich würde mal sagen, wir schätzen die Geste. I appreciate the sentiment, Jim. We have bigger things to worry about right now. Your security has been compromised. I've got patrols on every door. You better check on them. Oh. I'd keep that holstered if I were you. Dass die auch da ist, wundert mich aber. Really? You're gonna drag out that dead horse? We're all on the same side, Jim. Oh, this better not come back to bite me. Alpha Patrol, come in. That incident in the bar. Dead is its own kind of cage. I can't stand being in it. Not that I needed your help or anything, but you had my back. I thought I'd repay the favor. You know, like you scratch my back, I cut some people up. Doing the right thing. Maybe there's hope for you yet. Aber ich wundere es trotzdem, dass sie da ist. None of my men on the ground are responding. Enough waiting. We're going in. Alpha, do you read? Now aren't you glad I'm here? Na dann würde ich mal sagen, auf geht's rein. We are seriously underfunded at the GCPD. Sounds like a vote for Dent, Lieutenant. Ja, natürlich, mit ein paar Milliarden hat man es natürlich einfacher, um an gutes Equipment ranzukommen.
Okay, die wurden schon alle als Geiseln festgehalten, wie es aussieht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da die ganzen Leute retten können oder eher nicht. Und ob der Bürgermeister Hill damit etwas zu tun hat. Und... Also die Soundgeräusche, die sind echt nicht schlecht, muss man sagen. So, was macht die Drohne jetzt? Sind die alle tot, oder? Gordon, sieht fast so aus. As you might have guessed, there's been a change to tonight's program. Und er. Order of business. Oh, au. Okay, der erschießt einfach so einen Moderator. I hate to be a downer, but these hostages, I don't like their chances. Ja, es lass dich nicht ablenken. Don't think about the odds or you'll make mistakes. You have to stay focused. Speak for yourself, Batman. Okay, Vicky ist auch da. Keep it quiet back there. These guys are armed to the teeth. We need a new moderator. Come on, you. You there? Yes. You. Thank you for volunteering. Please. No. Go on then. Introduce the candidates. Stage fright, huh? All right, I'll get you started. But this is your show. Three hostiles. Gotta take them out quietly. Okay, was macht sie da oben? Schauen wir mal rein da. Ah ja, wieder. Ein schöner Lampenschirm. Der könnte wehtun. Ja, das sieht schon mal schmerzhaft aus. Tisch oder Tür? Ich bin eher für... Ich bin mal für die Tür, das ist mal eine Abwechslung. Hallo? Danke. Ja, das könnte durchaus sehr gut funktionieren. Und mit ihm da haben wir... Oh, den Fernseher oder den Kamera... Nein, ich bin für den Fernseher. Hätte durchaus irgendwie... Oh, seinen eigenen Charme, kann man durchaus sagen. Ja, das wird funktionieren. Und in den Fernseher. Oh. Hat sich, was ich schmerzhaft. Und den letzten noch. Perfekt. Und. Jo, perfekt. Okay, der kann noch krabbeln. Au. Und was hat sie gemacht? Jetzt würde die ganze Arbeit alleine machen müssen. Ja, komm. Verschwendet! Ich glaube, die waren gerade etwas überfordert mit der Situation. Are the children of Arkham. We are here to end the masquerade and expose the corruption that ruined your city. For too long, wer ist denn gleich der? Machen wir mal das mit dem Freund. Did you ever meet the guy on the screen? Nope.
Smart to let someone else do your dirty work. Go on, love. You know what to do. Für was sind denn die Spritzen? Ah, das ist vielleicht so eine Art Wahrheitsserum. Vielleicht, wer weiß. Ich habe keine Ahnung. Oh, jetzt bin ich echt gespannt, was jetzt gleich passieren wird. Okay, zu ziehen vergessen. Okay. Vielleicht können wir doch die... Ja, perfekt. Okay, wir können da durchschleichen, perfekt. Dann gehen wir da mal runter. Okay. Was? Subject 9. Dad. I thought your father was dead. Subject 9, Esther Cobblepot. You've been declared criminally insane and committed to Arkham indefinitely as a ward of the state. Please, I'll sell you the land. Please don't do this. You had your chance. You should have made the deal we offered you. Give her the drug. Thomas, we're friends. Our boys play together. You were warned, Esther. You know I always get what I want. Commence the procedure. Give her a dose she won't come back from. Okay, wow, das ist leicht verstörend. Now you know. Now you will see. Und was auch immer das für ein Monster ist, das weiß ich noch immer nicht. Und runter da. So, ich hoffe, wir können die jetzt alle erledigen. Oh, perfekt. Die Kleine kann sich aber gut wehren. Oh, der schon wieder. Gegen den konnten wir ja beim ersten Mal schon nichts ausrichten. Scheiße. Und ducken und... Perfekt, schlag ihn. Oh, ja, das hat ihm wehgetan, perfekt. I took out Thomas Wayne. That was all him. He didn't know when to stop. I had him killed because of it. Ah, na natürlich, jetzt haben wir nicht aufgepasst. My poor old mum. So this is for her. You won't let you kill anyone else. Why is your turn, Dent? Oh scheiße, jetzt ist der Bürgermeister tot. Komm! Habt ihr jetzt endlich genug? Ja, perfekt. Sieht so aus, dass er endlich genug hat. Wurde auch Zeit. Ah, habe ich nicht gerade der beste Kämpfer, wie es aussieht? Batman! The revolution's already started! It's too late to join! Ja, lass ihn gehen.
Dent, go! And what if I do? I'll crush every bone in your body. I knew you'd say something like that. Und Kugeln ausweichen. Ja, perfekt, wir haben es geschafft. Oh nein. Ich hoffe mal, sie hat ihr Auge jetzt nicht verloren. Wem sollen wir helfen? Ich helfe mal Selina zuerst. Komm, und zurück. Oh, perfekt. Hier ist nichts passiert. Au. Ich denke, das war ein Fehler. Oh, verdammt. Ich denke, man hat sich die Frage beantwortet, ob es Two-Face geben wird. Oh, das war natürlich jetzt wieder eine schwierige Entscheidung. While several members of the Children of Arkham have been arrested, the Penguin is still at large. Puh. So, was kommt jetzt? Ach, der arme Harvey. He won't be the same. Family scandal continued to escalate after the full list of Thomas Wayne's victims was released to the public. Oh, sie ist auch da, okay. Ob sich da noch was entwickeln wird, könnte ich mir durchaus vorstellen. Lawyers representing Bruce Wayne have no comment at this time. We are the Children of Arkham and we have opened your eyes. Also der Typ ist irgendwie wirklich etwas, ja, creepy, muss man sagen. So, und das war's damit für Episode 2. Und hier sehen wir mal nochmal meine Entscheidungen, die ich so getroffen habe. Und zwar so 2/3 haben Falcone die Spritze gegeben. Okay, fast 4/5 haben Selina versucht zu küssen. Interessant. Okay. Da stand es eher halbe-halbe. Also da waren die meisten Leute eher sehr unentschlossen, wie es aussieht. Ich weiß auch noch nicht, vielleicht wäre es wirklich im Nachhinein klüger gewesen, den Bürgermeister als Batman zu besuchen, aber naja. Okay, ja, das... ist sogar verständlich, dass die meisten hier Harvey weiter unterstützen wollten. Okay, und hier haben wir auch wieder 2/3 für Selina und nur 1/3 sozusagen für Harvey. Interessant. Ich hätte auch gedacht, das wäre mehr so halbe-halbe gewesen. Aber naja. Ja, und das war's dann, wie gesagt, für Episode 2. Ich hoffe, die hat euch auch gefallen. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Episode so fandet. Und
Ja, ich freue mich schon auf Episode 3. Ich weiß noch nicht genau, wann die erscheinen wird. Bin ich schon gespannt drauf. Werde ich mich gleich mal dann schlau machen, wann die rauskommt. Und das wird auch, glaube ich, dann... Ja, die Episode 3 wird dann die erste sein, die sozusagen pünktlich auf meinem Kanal kommt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir noch gerne eine Bewertung da. Wenn ihr noch nicht abonniert haben solltet, könnt ihr das auch gerne tun. Wenn ihr die restlichen Episoden sehen wollt, denn die kommen ganz bestimmt hier. Und ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen. Und es bleibt mir nichts anderes zu sagen als ciao und bis zum nächsten Mal. Next time on Batman, the Telltale series. You may have saved me, but this isn't over. You don't know these people, Bruce. Authorities are scrambling. The so-called Children of Arkham have the city in a frenzy, but there's still no sign of their masked leader. With Hill and Falcone dead by their hands, the question on everyone's lips is, who's next? After that news about your father sending innocent people to Arkham, sounds like the whole city wants your head on a pike. The Waynes have always run this company, but now... they want to decide what your future at this company will be. Do you really think Bruce Wayne is worth protecting? What do you want from me? You know what I want. No more hiding! Not for anyone! But don't worry. Bruce Wayne's finally gonna get what's coming to him. Bruce! Bruce! Ja, und das war noch ein kleiner Teaser auf Episode 3. Ich hoffe, der hat euch etwas Lust gemacht und auch so eine kleine Vorfreude bereitet. Und ja, ich würde sagen... bis zur dritten Episode von Batman The Telltale Series.